Aus reinem Zufall hatten diese Ordnungshüter ihr Büro in einem Gebäude am Scotland Yard. Ohne den Yard schien schon damals nichts zu gehen. Richtig. Mhm. Allerdings wurden von dort aus zunächst keine Verbrecher verfolgt, sondern nur Gemüsewagen und ähnliche Vehikel lizenziert. Und höchstens mal einem bettelnden Stadtstreicher die Arbeitserlaubnis entzogen. Im Jahre 1739 beginnt ein neues Kapitel in der Londoner Polizeigeschichte und ein neuer Straßenname taucht auf, Bow Street. Ein neuer Commissioner of the Peace wacht über die Einhaltung des Landfriedens, ein Oberst der Westminster Miliz, Colonel de Vale. Dieser Mann aus einer alten Hugenottenfamilie mietete vom Herzog von Bedford das Haus Nummer 4 in der Bow Street und richtete dort sein öffentliches Polizeibüro ein. 1748 wurde der Schriftsteller Henry Fielding, Autor des berühmten Zeitromans Tom Jones, zum Friedensrichter von Westminster ernannt. Und dieser Mann des Schreibtischs und der Feder schuf unverzüglich eine Spezialmannschaft von Polizisten, die erstmals nach ihren charakterlichen Eigenschaften ausgewählt und außerdem ausreichend bezahlt wurden. Beides war neu. Erst hießen diese wackeren Ordnungshüter Thief-Takers, Diebegreifer. Später nannte man sie nach ihrer zentralen Dienststelle die Bow Street Runners, die schnellen Flitzer von der Bow Street. Sie waren die Avantgarde aller Kriminalkommissare, die ersten Polizeidetektive unserer unruhigen Welt. Wie sie aussahen, zeigt eine Statuette im Black Museum, im Schwarzen Museum von Scotland Yard.